Herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Donnerstag. Heute haben wir diese Themen für Sie. Gehörig eingeschenkt, der politische Aschermittwoch im Allgäu und Hilfe für Kenia. Oberallgäuer Ehepaar sammelt in seiner Holzofenbäckerei für Straßenkinder. Da wundert sich der Wetterhahn, wie schnell der Horst sich drehen kann. Oder Bayern muss wieder den Bayern gehören und nicht der CSU. Oder Jürgen Trittin ist der letzte fossile Energieträger der Grünen. Er wartet im Offshore-Bereich deutscher Talkshows, dass er erneuerbare Energien bekommt. Da kann er warten, bis er schwarz wird. Aber das ist bei den Grünen ja nicht ausgeschlossen. Alle Sprüche, die gestern bei den großen politischen Aschermittwochsveranstaltungen in Vilshofen, Passau und Co. gefallen sind. Zum politischen Aschermittwoch gehören markige Worte und das Draufhauen auf den politischen Gegner. Auch in der Region gab es gestern Abend politische Aschermittwochsveranstaltungen. Die SPD mit Hauptredner Paul Wengert traf sich zum Beispiel in Kaufbeuren, die CSU mit Staatskanzleichef Thomas Kreuzer in Kempten. Sebastian Zausch und Martin Hock haben beide Veranstaltungen besucht. Schwarzes Bier bei den Roten. Doch ansonsten hatte der SPD-Landtagsabgeordnete Paul Wengert gestern Abend in Kaufbeuren eher wenig für die Farbe Schwarz über. Im Gegenteil, die Kampfansage an die CSU war klar. Wir wollen 2013 regieren. Dass das der politische Gegner verhindern will, ist klar. Staatskanzleichef Thomas Kreuzer sprach denn auch beim politischen Aschermittwoch seiner Partei in Kempten von einem Generalangriff auf die CSU, den es abzuwehren gelte. Und auch zu SPD-Spitzenkandidat Christian Ude hat er eine dezidierte Meinung. Was wollen wir überhaupt mit jemand, der die deutsche Leitkultur als Blödsinn bezeichnet, der als einzige Gemeinde in Bayern es nicht geschafft hat, jedem Kind einen Kindergartenplatz zu vermitteln, nur einmal zwei Beispiele zu nennen, der sich sein ganzes politisches Leben nie für Landespolitik interessiert hat, sondern alles auf dem engstirnigen Münchner Fokus gesehen hat, der bis vor einem Jahr noch seine Laufbahn als Münchner OB mit 67 beenden wollte und jetzt versucht, in die Landespolitik einzusteigen. Was können wir ihm raten? Lieber Ude, machen Sie das, was Sie eigentlich immer vorgehabt haben, gehen Sie in Schwabing in Pension und genießen Sie Ihren Urlaub in Mykonos und lassen Sie den Rest von Bayern in Ruhe. Genau das will die SPD logischerweise nicht. Paul Wengert kritisierte vor allem die Finanzpolitik der Staatsregierung. Daran, dass Bayern, wie von Ministerpräsident Horst Seehofer angekündigt, bis 2030 schuldenfrei ist, glaubt er nicht. Vor allem wegen der Vergangenheit. Eine Lüge, eine glatte Lüge, dass die CSU-geführte Staatsregierung den 7. Haushalt in Folge ohne Neuverschuldung vorgelegt hat. Denn sie verdrängt damit, dass sie seit Dezember 2008 neue Schulden in Höhe von 10 Milliarden Euro gemacht hat. Für die von ihr in den Sand gesetzte Bayerische Landesbank. Wieso beruft Ministerpräsident Seehofer nicht Baron von Münchhausen zum bayerischen Finanzminister, um seiner Haushalts- und Finanzpolitik die nötige Seriosität und Glaubwürdigkeit zu verleihen? Unglaubwürdig findet die CSU vor allem die SPD, zum Beispiel in Sachen Länderfinanzausgleich. Denn vor allem SPD-regierte Länder wie Nordrhein-Westfalen, Bremen oder Berlin hingen am bayerischen Tropf. Und was macht die SPD in Bayern, wenn wir Änderungen am ungerechten Finanzausgleich fordern? Sie beschimpfen Seehofer als unsolidarisch. Wer den ungerechten Länderfinanzausgleich nicht ändern will, kämpft für die SPD in Nordrhein-Westfalen, Berlin oder Bremen. Aber nicht für die Menschen auf Bayern. Auf eine solche SPD können wir in Bayern verzichten, meine Damen und Herren. Die SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag hat schon vor 2,5 Jahren die Staatsregierung aufgefordert, ein Eckpunktepapier für eine Neuregelung des Länderfinanzausgleichs vorzulegen. Weil auch wir der Meinung sind, dass hier etwas reformiert werden muss. Geschehen ist allerdings nichts. Immerhin habe die CSU seinerzeit den geltenden Länderfinanzausgleich mitbeschlossen, so Wengert. Auch den Kurswechsel der Union in Sachen Energiepolitik nach Fukushima kann er nur schwer nachvollziehen, auch wenn er den Atomausstieg selber für richtig hält. Als wir im Bayerischen Landtag im November 2010, 4 Monate vorher, die Stilllegung gefährlicher Atommeiler in Bayern gefordert haben, haben uns die Regierungsfraktionen noch als wirtschaftspolitische Geisterfahrer bezeichnet. Alle unsere Anträge abgelehnt
und ein Loblied nach dem anderen auf die Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke gesungen. Allen voran Lebensminister Söder. Und jetzt feiere sich ausgerechnet die CSU als Erfinder des Atomausstiegs. Energiepolitik auch bei der CSU ein Thema. Zielscheibe hier die Grünen. Ich frage in dieser Runde, wo bleiben denn die konkreten Vorschläge der Grünen zur Umsetzung der Energiewende im Oberallgäu? Bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Sie waren ein Marsch durch die wichtigsten Themen der letzten 12 Monate, die Aschermittwochsveranstaltungen von SPD und CSU. In vielem waren die Parteien unterschiedlicher Meinung, in einem aber erstaunlich einig. Der Rücktritt Wulffs als Bundespräsident sei überfällig gewesen. Und auch sein designierter Nachfolger Joachim Gauck fand breite Zustimmung bei beiden Parteien. Und auch bei den anderen Parteien war das Thema Bundespräsident selbstverständlich ein Thema. Die FDP hatte in Kempten neben ihrem Landtagsabgeordneten Stefan Thome Wissenschaftsminister Heubisch zu Gast. Bei den Freien Wählern in Memmingen sprach die Landtagsabgeordnete Ulrike Müller und zu den Grünen nach Niedersonthofen war eigens ihr Bundesvorsitzender Cem Özdemir angereist. David Yeo, Martina Herz und Steffen Konrad berichten. Willkommen. Zu unserer diesjährigen Gestählt, selbstbewusst und kämpferisch gab sich gestern Abend die FDP in Kempten. Den Sieg im Kampf um das Amt des Bundespräsidenten kosteten die Liberalen aus. Die FDP und allen voran Philipp Rösler können noch was. Davon zeigte sich der bayerische Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch überzeugt. Das hat mir richtig gut gefallen. Seit Sonntag hat er gezeigt, dass er Mut hat, dass er Selbstbewusstheit hat, dass er Standfestigkeit hat und dass er Überzeugungskraft hat, denn gegen eine Angela Merkel sich durchzusetzen, verehrte Damen und Herren, das wissen wir alle hierin, ist unglaublich schwierig. Er ist gestanden und hat den Bundespräsidenten sozusagen gekürt, den die Deutschen mit absoluter Mehrheit auch wollen. Und das ist die Leistung der FDP. Das war die Leistung von Philipp Rösler, natürlich auch von Leuthäuser-Schnarrenberger, natürlich auch von Brüderle gewesen, von allen Mitstreitern hier aus Bayern. Und hier haben wir gezeigt, die FDP kann etwas durchsetzen und das freut mich. Der Sieg der FDP über Bundeskanzlerin Angela Merkel, auch ein Thema beim politischen Aschermittwoch der Grünen in Niedersonthofen. Selbst der Bundesvorsitzende Cem Özdemir zeigte sich vom Durchsetzungsvermögen eines Philipp Rösler beeindruckt. Wow, da ist so eine Art Charles Bronson oder Chuck Norris, ein echter Kämpfer eben halt. Sollten wir uns etwa in diesem Philipp Rösler getäuscht haben? Ich meine, man muss ja auch mal zugeben, wenn man sich getäuscht hat. Vielleicht ist er ja doch kein Wegmoderierer. Vielleicht ist es ja doch nicht so, wie Franz Josef Strauß mal meinte, dass die FDP doch kein Schwanz ist, der mit zwei Hunden wedelt. Rössler quasi als der Löwe von Berlin-Mitte, vor dem sich sogar die Kanzlerin fürchtet und erschaudert. Rössler kommt ins Kanzleramt, schnell schließt alle ein. Und wenn es nach der Landtagsabgeordneten Ulrike Müller geht, dann gibt es für die Kanzlerin noch einen weiteren Grund, sich zu fürchten. Die Freien Wähler peilen sowohl Bundestags- als auch Europawahlen an. Auch, weil es deren Ansicht nach so manchen Reformstau gibt. Es sind so viele Themen, die Gesundheitsthemen, die ganze Sozialpolitik, die Bundeswehrreform. Das sind alles Themen, die im Bund entschieden werden und wir im Bayerischen Landtag nur begleitend mit Anträgen einbringen können. Aber wenn wir unsere guten Gedanken mit nach vorne tragen wollen und politische Verantwortung auch für das übernehmen, dann müssen wir im Bund mit antreten. Die weiteren Themen bei den Freien Wählern waren die Kritik an der CSU, Bundeswehrreform, die Gesundheitsversorgung sowie der Ausstieg aus der Atomenergie. In Energiewende müssen wir aufpassen, dass wir die dezentrale Energieversorgung voranbringen. Wir müssen gucken, dass wir diese großen Netzüberspannungsleitungen auch wieder zurückbekommen in kommunaler Hand. Das wäre meine große Sorge, weil sonst wird sich der Energiepreis stark nach oben entwickeln. Ich denke jetzt auch im Bereich der Windenergie haben wir ein großes Problem, dass Konzerne sich innerhalb der Staatsforsten die besten Windstandorte schon gesichert haben. Das ist auch nicht in Ordnung. Wir wollen Bürgergenossenschaften, Bürgerbeteiligung und müssen dann im Energiemix unseren Strom und unsere Wärme bereitstellen.
Der Atomausstieg, die Energiewende, natürlich durfte die auch bei den Grünen nicht fehlen. Die Kritik an Schwarz-Gelb im Bund aber war deutlich, es geschieht zu wenig im Bereich der Energieversorgung. Mindestens so wichtig wie der Ausstieg aus der Atomenergie ist der Einstieg in die Energiewende. Und der kommt nicht. Er kommt und kommt nicht. Im Gegenteil, Herr Rössler und Herr Röttgen streiten sich wie die Kesselflicker gegenwärtig in Berlin. Zwischen Rössler und Röttgen geht es so schnell hin und her, dass sogar der Wechselstrom manchmal nicht mehr weiß, in welche Richtung er gegenwärtig mal fließen soll. Die FDP, allen voran der Bundestagsabgeordnete Stefan Thomae jedoch, verteidigte ihre Energiepolitik. Der grüne Staat, der den Grünen vorschwebt, fördert Solarstrom und Elektroauto als Zukunftstechnologien. Das ist in Ordnung als Anschubförderung, aber am Ende, und das macht den Unterschied, am Ende muss der Markt entscheiden. Für uns ist Wettbewerb ein Findungsverfahren und diesem harten Wind des Wettbewerbs muss sich eine neue Technologie stellen können. Der Aschermittwoch im Allgäu zeigte eine zahme FDP, die an einen politischen Untergang nicht glauben möchte. Freie Wähler, die zum Angriff auf Bundes- und Europaebene blasen und nicht zuletzt einen selbstbewussten Cem Özdemir in Niedersondhofen, der weiß, an grüner Politik kommt in Bund und Land derzeit niemand vorbei. Soweit der politische Aschermittwoch 2012. Wir sehen uns gleich wieder mit den Meldungen des Tages. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Wir kümmern uns auch um kleine Aufträge. Preiswert, freundlich, kompetent. Nicht Billiges noch billiger, sondern Gutes extrem günstig. Küchentreff in Kempten, Immenstädter Straße. Küchentreff, wir bringen's auf den Punkt. Wellnessurlaub mit Arnold Reisen. Folgen Sie Ihrem natürlichen Bedürfnis nach echtem Wohlbefinden und innerer Balance. Verwöhnen Sie Körper und Geist und stärken Sie Ihre Gesundheit. Wählen Sie aus zahlreichen Wohlfühlangeboten und verbringen Sie erholsame Urlaubstage in fröhlicher Gemeinschaft Ihrer Mitreisenden. Arnold Reisen in Dietmannsried. Konfiserie Heilemann. Erleben Sie Konfiseriekunst mit langjähriger Familientradition. Genießen Sie edle Pralines, feine Schokoladen und zart schmelzende Köstlichkeiten. Konfiserie Heilemann. Schokoladenspezialitäten für echte Kenner und wahre Genießer. Wir verteilen für Sie Brezeln. Starten Sie gut in eine neue Woche mit TV Allgäu Nachrichten. Augen auf und dann heißt's guten Appetit. Halten Sie Ausschau nach dem TV Allgäu Nachrichten Brezenmobil und freuen Sie sich auf frische Brezen der Allgäuer Bäckerinnungen. TV Allgäu Nachrichten wünscht einen guten Start in die neue Woche. Die Meldungen vom 23. Februar 2012. Ein 43-jähriger Mann und seine Kinder sind gestern mit dem Schrecken davongekommen. Sie waren bei Eschach mit dem Rodel unterwegs, als ihnen der Weg durch die Schneemassen versperrt wurde. Der Mann alarmierte seine Frau im Tal, die verständigte die Bergwacht. Zunächst versuchten sie, die Gruppe mit einem Quad und einer Pistenraupe zu erreichen, allerdings erfolglos. Zudem brach der Kontakt zu den Vermissten ab, da der Handyakku leer war. Mithilfe eines Polizeihubschraubers konnten die drei letztendlich geborgen werden. In einem Krankenhaus wurden sie untersucht, konnten aber schon in der Nacht wieder entlassen werden. Der Raubüberfall auf einen 54-jährigen Taxifahrer in Lindau ist aufgeklärt. Wie berichtet, hatte ein junges Pärchen den Mann mit einer Schreckschusswaffe im Gesicht verletzt und die Herausgabe von Geld gefordert. Durch die genaue Täterbeschreibung konnte die Polizei die beiden ausfindig machen. Sie wurden gestern festgenommen. Auf dem Gelände der Centro Solar AG haben heute Mitarbeiter mehrerer Kemptener Solarfirmen gegen die geplante Kürzung der Solarförderung demonstriert. Wirtschaftsminister Rösler und Umweltminister Röttgen beabsichtigen eine Absenkung der Solarstromvergütung und die Reduzierung der Einspeisevergütung auf bis zu 20%. Diese neuen Vergütungssätze sollen schon am 9. März in Kraft treten. Bisher war nur eine Kürzung von 15% vorgesehen.
Die Beschäftigten aus der Branche befürchten, dass diese Maßnahmen nicht nur den Ausbau der Solarenergie bremsen werden, sondern auch weitere Entlassungen und Insolvenzen zur Folge haben könnten. Bundesweit demonstrierten heute mehrere tausend Beschäftigte. Ein 60-jähriger Skifahrer hat sich am Gründen schwer verletzt. Er war beim Überqueren einer Lifttrasse mit dem Hals an einem Bügelseil hängen geblieben. Durch das Seil zog sich der Mann eine stark blutende Halswunde zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 60-Jährige hatte sich so schwer am Hals verletzt, dass der Rettungshubschrauber Christoph 17 von einem anderen Einsatz abgezogen worden war. Ein Verkauf der Oberstaufener Schlossberg-Klinik ist offenbar gescheitert. Ein potenzieller Interessent habe abgesagt, so die Klinikleitung in einer Betriebsversammlung. Und das, obwohl er die Klinik sogar hätte umsonst übernehmen können. Wie es jetzt mit der Schlossberg-Klinik und ihren Mitarbeitern weitergeht, das ist unklar. Derzeit bleibt es bei den Plänen des Helios-Konzerns, die Klinik im September zu schließen. Gespräche bezüglich einer Übertragung eines Teils der Onkologie laufen aber dennoch weiter. Hier erhofft sich Helios ein Ergebnis bis Ende März. Das Brustzentrum Bodensee gehört zu den 10 besten Einrichtungen seiner Art in Deutschland. Das hat eine Untersuchung des Westdeutschen Brustzentrums ergeben. In den ausgezeichneten Zentren werden die Patientinnen nach den offiziellen medizinischen Leitlinien behandelt. Das Brustzentrum Bodensee wird von Friedrichshafen und Konstanz gemeinsam betrieben. Ein weiteres gibt es in Weingarten. Die Freien Wähler wollen die Altersgrenze für berufsmäßige erste Bürgermeister und Landräte freigeben. Das teilte der Landtagsabgeordnete Leopold Herz jetzt mit. Die Fraktion hatte einen entsprechenden Gesetzesentwurf im Landtag eingebracht. So soll nicht nur die Altersgrenze aufgehoben werden, auch die Wahl von Gemeinderatsmitgliedern oder Rücktrittsmöglichkeiten sollen erleichtert werden. Obwohl der Bayerische Landtag den Antrag bereits abgelehnt hat, wollen die Freien Wähler an der Freigabe der Altersgrenze festhalten. Unterstützung bekommt Leopold Herz von der CSU. Landrat Gebhard Kaiser hat sich ebenfalls für die Auflösung der Altersgrenze ausgesprochen. Und jetzt schauen wir noch, wie das Wetter wird. Im Bergbahn- und Skiarena Steibis, das Familienskigebiet, aufgewärmt auf die Piste mit der ersten beheizten 6er-Sesselbahn. Den Hintern abfrieren können Sie sich woanders. Die Nacht zum Freitag wird teils klar, teils bewölkt. Ab und zu regnet es. Bis zum Mittag wird es trocken und teils sonnig. Die Temperaturen liegen um die 2 Grad. Im Lauf des Tages steigt das Thermometer auf milde 10 Grad an. Die Sonne bahnt sich immer öfters ihren Weg durch die Wolken. Zum Beginn des Wochenendes ändert sich die Wetterlage kaum. Im Oberallgäu kann es regnen. Am Sonntag kühlt es wieder etwas ab. Es wird wechselhaft mit Regen und sogar Schnee. Der Start in die neue Woche wird wieder trocken. Bei Temperaturen um die 6 Grad gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Zahlen sind unglaublich, aber wahr. Weltweit leben mehr als 100 Millionen Kinder auf der Straße, davon allein 30 Millionen in Afrika, hervorgerufen durch Krankheiten, Armut und Arbeitslosigkeit. Die Eltern sterben früh und die Kinder sind auf sich allein gestellt. Durch die Bildung eines Netzwerks zwischen afrikanischen und internationalen Fachorganisationen sowie privaten Akteuren sollen die Probleme eingedämmt werden. So unterstützt etwa die Allgäuer Hilfsorganisation Humedica hungernde Menschen in Afrika. Doch auch privat ist Hilfe möglich, wie ein Seyfriedsberger Ehepaar beweist. Lea Binzer und Thomas Kehrer waren vor Ort. Was tun, wenn um einen herum nur Armut und Not herrschen? Wegsehen oder helfen? Für Angelika und Walter Schroth aus Seyfriedsberg stand die Antwort sofort fest: Helfen. Vor 25 Jahren ist das Ehepaar in den Urlaub nach Kenia gefahren. Doch anstatt nur die atemberaubende Natur zu bewundern, sahen sie auch das Leid der Straßenkinder in den Städten. Die Straßenkinder sind praktisch verwahrlost, leben auf der Straße, mit 3 Jahren schon zum Teil, haben keine Eltern, müssen sich durchschlagen durch Diebstahl oder durch irgendwelche Dinge, krumme Geschäfte und müssen gucken, dass sie überleben auf der Straße. Und jetzt holen wir die raus und tun sie in ein Kinderheim praktisch, wo sie dann Schulausbildung bekommen und Erziehung bekommen und eine Berufsausbildung. Geld verschenken, das war die erste Hilfe der Schrots. Doch das war nicht nachhaltig genug. So entschlossen beide, Patenschaften zu übernehmen. Im Laufe der Zeit kamen weitere Projekte in ganz Kenia hinzu. Wir haben mehrere Projekte, Straßenkinderprojekte,
Waisenkinder, Schulhausbau, Vermeidung von Beschneidung von Mädchen und Patenkinder noch. Oft muss Überzeugungsarbeit geleistet werden, damit die Kinder mit ins Waisenhaus kommen. Auf der Straße leben sie meist auf Müllhaufen, weil sie dort nicht verjagt werden. Um den Hunger und die Probleme zu vergessen, schnüffeln viele Kleber. Die Konsequenz: Lungen- und Atemwegserkrankungen. Mit Hilfe der verschiedenen Projekte wird den Kindern eine Zukunftsperspektive ermöglicht, fernab von der Straße. Ja, den Kindern wird geholfen in der Schule, dass sie in die Schule gehen können, dass sie das Geld haben für die Schulausbildung, das heißt die Schuluniform, Schulbücher und so weiter, Schulgeld bezahlt bekommen. Und im Waisenhaus halt, dass sie unterkommen, dass sie genug Nahrung, Raum haben und so weiter, Spielzeug und so weiter, was dazugehört zum Unterbringen der Kinder. Und dann eben die Schulhausbau, dass eben das Geld zur Verfügung gestellt wird, dass die Kinder in die Schule gehen können. In ihrer Holzofenbäckerei in Oberstdorf sammelt das Ehepaar mit Hilfe einer Spendenbox und Broschüren für ihre Projekte. 2011 konnten so 2000 Euro an Spenden überbracht werden. Privat spenden die beiden pro Jahr rund 15.000 Euro. Die Garantie: Das Geld kommt sicher in Kenia und bei den Projekten an. Denn das Ehepaar fliegt ein- bis zweimal im Jahr nach Kenia, um die Spenden persönlich zu übergeben. Wir haben zum Beispiel ein Patenkind seit 15 Jahren. Das hat jetzt einen Universitätsabschluss gemacht und hat jetzt eine Farm aufgebaut, eine Papaya-Farm, hat ein Haus gebaut. Familie will jetzt gründen, ist jetzt 30 Jahre alt. Das sind so Erfolge, man sehen kann, die Nachhaltigkeit ist gewährleistet. So betroffen und hilflos die Schrots am Anfang waren, so erfreut und ergriffen sind sie nun immer, wenn sie die Paten- und Waisenkinder in Kenia besuchen. Für das Ehepaar ist klar, das Wissen, den Kindern eine Investition für das Leben und die Zukunft gegeben zu haben, ist die Sache wert. Wenn Sie die Projekte von Angelika und Walter Schroth unterstützen möchten, können Sie auf dieses Konto spenden. Bei der Raiffeisenbank Oberallgäu Süd, Bankleitzahl 733-699-20, Kontonummer 190535. Das Kennwort lautet Afrika-Hilfe. Bundesweit ist jetzt das Projekt Barrierelos geht's von Aktion Mensch gestartet. Jugendliche mit und ohne Behinderung sollen herausfinden, wie barrierefrei Kommunen wirklich sind. In Kempten zum Beispiel wird der Stadtteil St. Mang unter die Lupe genommen. Noch sind die Organisatoren vom Stadtjugendring dabei, das Konzept auszuarbeiten. Aber schon bald sind dann Jugendliche unterwegs und testen den Stadtteil mit Blindenstock oder im Rollstuhl auf Barrierefreiheit. Die Ergebnisse werden dann am Ende des Projekts in circa einem halben Jahr veröffentlicht. Jetzt gebe ich noch mal kurz ab in die Werbung. Danach sehen wir uns mit dem Veranstaltungskalender wieder. Hagelschäden oder Delle, der Beulendoktor Allgäu ist zur Stelle. Wir entfernen unschöne Dellen und lassen Ihr Fahrzeug in neuem Glanz erstrahlen. Egal ob Innenreinigung oder Politur, Ihr Fahrzeug ist bei uns in guten Händen. Drei Fachmärkte unter einem Dach. Der Trendstore, der Bettenfachmarkt Topsleep und der Küchenprofi. Möbelmarkt Trunze in Markt Oberdorf. Das Einkaufserlebnis auf vier Etagen für Jäger und Neugierige. Outdoor- und Freizeitmode, Trachten, Fesch und Leger. Waffenbär, wo Beratung und Service überzeugen. Kommt an Bord ins Nautila. Bunte Kinderspielwelt, ein vielseitiges Aqua-Fitness-Programm, wohltuender Saunagarten und natürlich familienfreundliche Preise. Freizeitbad Nautila, die Bade-, Sport- und Wohlfühlinsel in Illertissen. Einzigartig in Europa. Das Online-Gymnasium des privaten Abendgymnasiums Nürnberg. Die Weiterbildungsplattform für Menschen mit Handicap. Egal ob seelisch oder körperlich beeinträchtigt, mit unserem virtuellen Klassenzimmer führen wir Sie bis zur allgemeinen Hochschulreife. Informieren Sie sich jetzt. www.abendgymnasien.de. Eine lebenswerte Zukunft und eine sichere Geldanlage müssen kein Widerspruch sein. Procon investiert Ihr Geld in Projekte der erneuerbaren Energien. Zukunftssichere Sachwerte, unabhängig von Banken und Börsenkrisen. Abnahme und Vergütung des erzeugten Stroms sind gesetzlich garantiert. Seit 2006 jährlich 8% Zinsen durch faire Gewinnbeteiligung. Investieren Sie bei Procon in eine lebenswerte Zukunft. Grenzenlos.
Kultur und Natur erfahren. Oberösterreich verspricht Radfahrerlebnis pur für die ganze Familie. Zahlreiche bestens ausgebaute Radwege erwarten Sie. Mehr dazu finden Sie auf www.radfahren.at. Das Bayerische Golf- und Thermenland und Oberösterreich freuen sich auf Sie. Die Kemptner Jugendlichen sind aufgerufen, ihr Jugendhaus zu verschönern. Pimp das Jugendhaus heißt die Aktion und konkret geht es um die Wände im Eingangsbereich. Wer sich jetzt angesprochen fühlt, kann sich noch bis Samstag fürs Casting bewerben. Direkt bei der Projektleiterin Gwen Boos unter der Telefonnummer 0172 842 8648 oder per E-Mail an gwenboos@web.de. Einzureichen sind eigene Werke, Zeichnungen oder Vorschläge. Ein paar weitere Bedingungen gibt es auch noch. Bewerber müssen mindestens 16 Jahre alt sein und Lust am kreativen Arbeiten haben. Im März ist das Casting. Ab April wird das Jugendhaus dann 2 bis 3 Monate lang immer wieder gepimpt. Auch dafür müssen die Bewerber Zeit einplanen. Und was in nächster Zeit sonst geboten ist, sehen Sie jetzt im Veranstaltungskalender. Am kommenden Sonntag findet in Oberstaufen die Deutsche Meisterschaft mit Europacup im Wintertriathlon statt. Die Elite wird über 6 Kilometer Laufen, 12 Kilometer Mountainbiken und 8 Kilometer Skilanglauf die deutschen Meister ermitteln. Für die Jedermänner wird ein Rennen über 3 Kilometer Laufen, 8 Kilometer Mountainbiken und 4 Kilometer Langlauf angeboten. Auch 2012 wird wieder die schnellste Betriebsmannschaft gesucht. Voraussetzung: alle 3 Starter arbeiten beim gleichen Unternehmen. Weitere Infos unter www.wintertriathlon.de. Seien Sie mit dabei, wenn die weltbesten Skifahrerinnen am 2., 3. und 4. März beim Skiweltcup in Ofterschwang im Slalom und Riesenslalom an den Start gehen. Danach wird direkt an der Strecke im großen Weltcup-Partyzelt gefeiert. Tickets unter 08322 8090 350 bei der Kurverwaltung Oberstdorf, bei Allgäu Ticket sowie unter www.arena-ticket-allgäu.de. Die Fachoberschule in Bad Wörishofen lädt ein zum Infoabend am 28. Februar. In einem interessanten Vortrag informiert der Schulleiter über Ausbildungsmöglichkeiten, Aufnahme, Inhalte und Chancen. Machen Sie sich anschließend bei der Stunde der offenen Tür selbst ein Bild über die Räumlichkeiten und Ausstattung der Fachoberschule in Bad Wörishofen. In den letzten Wochen war es recht still beim Thema Bundeswehr, aber der Schein trügt. Noch immer ist die Schließung oder Reduzierung von Standorten ein großes Thema. Deshalb besuchen der Bundestagsabgeordnete Stefan Stracke und Staatssekretär Gerd Müller morgen erneut betroffene Standorte. Begleitet werden sie von Jürgen Geb von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Es geht darum, wie es mit den Grundstücken nach dem Abzug weitergeht und wie Kommunen sie kaufen können. Außerdem geht's mit unserer Allgäu GmbH-Reihe weiter. Wir haben uns angeschaut, wie der Heimatbund Allgäu arbeitet und waren dafür auch bei einem der Mitgliedsvereine, dem historischen Verein Altfüssen. Das alles sehen Sie morgen bei uns ab 18 Uhr im Kabelnetz, um 20 Uhr im digitalen Satellit und im Internet unter www.tv-allgäu.de. Auf Wiedersehen und bis morgen! Holz und Bau Espermüller in Kaufbeuren. Ihr Beratungszentrum rund ums Bauen und Renovieren.